Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich hatte ja gestern wieder eine neue Folge von dem Quiz-Format hochgeladen. Das kam wirklich wieder super bei euch an. Ich glaube, es hat fast 6 Minuten durchschnittliche Wiedergabezeit, was auf jeden Fall richtig krass ist. Ich glaube, es könnte sogar ein Rekord auf meinem Kanal sein. Ihr müsst euch vorstellen, dass da einfach alle, keine Ahnung wie viele Aufrufe das hat, zusammengerechnet werden und davon durchschnittlich einfach fast sechs Minuten angeschaut wurden. Das ist wirklich extrem krass, freut mich wirklich extrem. Ich glaube, so viele haben das tatsächlich gar nicht gesehen, beziehungsweise nicht so viele haben es vorgeschlagen bekommen. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich werde es mal in der Infokarte verlinken. War auch wieder eine Menge Arbeit. Ich glaube, ich habe 7 Stunden oder so am Video gesessen, aber ist dafür am Ende immer richtig nice. Wenn ihr natürlich generell hier keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Es fehlen auch nur noch 60 Abonnenten, ein bisschen 1000, also wirklich nicht mehr viel. Außerdem könnt ihr auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich ebenso freuen. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werde ich wahrscheinlich ab 10 Uhr bzw. ab 9.30 Uhr streamen. Ich muss mal schauen, wann ich es online schaffe, aber schaut um 10 Uhr vorbei, dort sollte ich auf jeden Fall live sein. Ansonsten mache ich auch noch mal ein kurzes Ankündigungsvideo hier auf YouTube. Und wenn ihr natürlich keine weiteren Streams mehr auf Twitch verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Und ich würde sagen, schauen jetzt den Item Shop an und dort haben wir heute den Uro Skin bzw. den Aurum Skin, wie er ja im Deutschen heißt, wieder zurück im Shop. Der war ja relativ viele Tage am Stück tatsächlich im Shop, ich glaube 4 Tage oder so, und hatte in der Zwischenzeit tatsächlich noch einen weiteren Stil bekommen. Vorher hatte er ja immer den Goldkönigsstil und dann den Stil ohne Schimmer und jetzt hat er zusätzlich noch einen ganz dunklen Stil, den Skelettkönigsstil, alles schön in schwarz gehalten. Sieht eigentlich auch ganz cool aus für einen goldenen Skin, ist es auch eigentlich immer relativ nice, wenn man da ein paar mehrere Stile hat. Dann haben wir noch den Gleiter dazu, den Skelevium Gleiter. Hier haben wir jetzt auch die gleichen Stile. Einmal natürlich den Standardstil, dann den Stil ohne Schimmer und dann den Stil Herausforderung, wie er hier heißt. Und das Ganze dann soweit zu dem Set. Dann haben wir hier als nächstes den Unendlichkeitsskin. Ist eigentlich ein recht nice Skin tatsächlich. Vor allem das Backpack, finde ich, passt zu relativ vielen Skins tatsächlich. Dann gibt es dazu die Sternschlag-Spitzhacke und die ewige Nullpunkt-Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier den Schlachtenstäbchen-Skin, hat auch mehrere Ziele, einmal den Standardziel, dann den Ziel ohne Gesichtsbemalung und dann den Ziel noch mit Helm. Dazu gibt es dann auch noch das Korallenkommando Backpack. Das sind Glieder, wenn man, um an eliminierte Feinde zu gedenken, das heißt, wenn man Kill macht, dann singen die eben halt. Ist eigentlich auch ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ob es verschiedene Ziele gibt, ich glaube aber nicht. Nee, gibt es keine weiteren Ziele. Auf jeden Fall gibt es aber trotzdem noch die Blasenkamo-Lackierung dazu als animierte Lackierung. Hier steigen mal ein paar Blasen im Prinzip auf die Lackierung auf. Dann haben wir als nächstes noch die Maki-Meisterin. War, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange hier im Shop. Hier haben wir einmal den Standard unter den Nachtstil. Als nächstes haben wir dann den Voll-Ablachen-Emote. Dann haben wir den Handzeichen-Emote. Dann haben wir als nächstes noch die Zündkerzenkünstlerin. Ist mittlerweile tatsächlich auch nochmal deutlich beliebter geworden, als sieht man mittlerweile auch sehr, sehr häufig tatsächlich in den Runden. Gestern hatten wir auch einen Skin, der tatsächlich, glaube ich, mehr als 400 Tage nicht am Shop war. Ich erwähne das ja nicht immer in den Shop-Videos, weil ich mir in den meisten Fällen nicht vorher anschaue, welche Items dann im Shop sind. Und dann schaue ich mir das eben halt erst im Nachhinein an, dann steht es ja meistens im Titel, wenn solche seltenen Skins drin waren. Auf jeden Fall 400 Tage sind extrem viel auf jeden Fall gewesen. Dann haben wir als nächstes den Krabben-Emote. Tatsächlich kommen aber in der letzten Zeit relativ viele von solchen seltenen Skins wieder in den Shop rein. Dann haben wir noch den Aufholen-Emote als letztes auf jeden Fall. Und das war es dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.